Ja, hallo Leute. Gusti hat mich breitgeschlagen, hier als todmüder Großmeister gegen euch Haie anzutreten. So will ich das hören. Ja, Hochmotiviert. hochmotiviert. Ich staune hier über die Zahlen. 2000, was war das hier? 2800. Ich selber habe nur eine 1500. Ich weiß gar nicht, wo ich. 2793. Ich werde versuchen, überall mal reinzufischen. Was ist denn das hier? Niklas, achso, okay, haben wir da. Bitte nicht gleich so ganz heftig, obwohl wahrscheinlich ihr alle sehr heftig seid. Ich nehme mal Olaf 146, wenn ich das richtig sehe. Mal sehen, ob das klappt. Meine erste Partie hier. Okay, 5-0, ich mache einen Zug und dann geht's los, ja? Wir sehen mal. Tickt die Uhr? Bisher tickt sie noch nicht. Und jetzt tickt sie. Okay, C5, gut. Alapin. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Alapin spiele. D4, gut, nimmt raus. Springer C6, okay, machen wir mal Springer F3. Ja, Springer C3, alles Theorie. Läufer G7, ich mach mal H3. Springer geht nach F6. Ach, okay, ein bisschen passiver. Ich stelle den Läufer nach D3. Kreuzer auch Rade, Standard. Oh, ich habe schon den ersten Bauern übrigens eingestellt. Aber er hat seine Chance verpasst. D4 Hink. Fängt gut an und ja, wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Gut, was mache ich jetzt? Ich mache mal Springer D5 und greife was an. Dame vielleicht wieder zurück nach D8. Dann werde ich mir den Bauern allerdings decken mit Läufer E3. Das ist ja, aha, gut, gibt mir ein Tempo. Läufer D2. Habe ich jetzt die Option, vielleicht sogar Läufer C3 zu machen? Ich weiß nicht, ob das jetzt schlau oder dämlich ist. Ich mach's einfach. E6 hat er mich ver. Oh, ganz normal spielt der Junge. Ah, ihr seid alle stark. Springer steht auf 6. Kurz hoch, Harde. Habe ich irgendwas eingestellt? Ich werde heute 4 einstellen. Dame E2. Was soll ich groß sagen? Steuerung ist okay für beide Seiten. Nichts Besonderes. Vielleicht leichter Vorteil für mich. Und ich habe weniger Zeit. Jan hat gesagt, ich muss immer mehr Zeit haben. Gut, also. Tauschi, Tauschi, Turm nach D1. Gut, was haben wir jetzt? Läufer nach C4 rein. Den vielleicht auf D5 reinschrauben. Ja, vielleicht sogar nehmen. Ich weiß es noch nicht. Läufer D5, ich bin sehr unsicher. Turm D8, A3. Habe ich vielleicht mal eine Idee, eine klitzekleine Idee? Ah, die Türme kommen auf die D-Linie. Jungs, das ist meine erste Geschwätz-Blitzpartie. Das ist wirklich das Geschwätz. Drohe ich vielleicht sogar was? Auf C6 nehmen drohe ich nicht. Und ich bin besser in der Zeit. Ich kriege das Tempo langsam hin. Ich versuche hier sehr prophylaktisch zu spielen. Alle Figuren in die Mitte ist ja wohl mein Schüler auch bekannt. Los, A3. Könnte mal was drohen. Droht sogar. Ja, noch geht's. Dann mache ich noch Turm C1, einen schlauen Zug, weil ich dann Läufer C6 und Läufer B4 drohe. Und jetzt geht's. Ich probiere es einfach. Weil jetzt kommt Läufer B4 und die Qualle ist mein. Vielleicht noch nicht der Sieg, aber die Qualle nehme ich. Pre-Moven brauche ich nicht. Was macht er? Dame C7, Dame E6, Läufer F8. Immerhin hat das Läuferpaar. Mehr geht nicht. Jetzt ein bisschen tauschen. Oh, okay, er nimmt so. Wie nehme ich da wieder? Ach, ich decke den einfach Turm auf die offene Linie. So, Dame nach D3 vielleicht, um mal ein bisschen. Ja, mir gefällt sogar Dame E3 besser, damit ich nicht Läufer C5 zulasse. Vielleicht kommt er jetzt mit B6. Aber ich habe auch Turm D8 als Zug. Gefällt mir Turm D8. So, was? Halbe Minute. Sehr gut, Roberto. B6 sehe ich jetzt sehr wahrscheinlich an. Nein? Okay. Können wir jetzt nehmen und dann mal einen kleinen Damentausch machen? Ich probiere es einfach. Dame schlägt A7, Läufer E4, Dame B8 und dann vielleicht E5 taxen. Schach. Ich hoffe, dass ich mich auch nicht verdrücke hier.
So, Läufer F8 würde ich nicht Turm D8 spielen gegen Dame E7. Springer E5 sieht auch super aus. Ist egal. Oder ich mache einfach das Endspiel. Gut, jetzt machen wir so oder so das Endspiel. Jetzt müsste es allerdings Technik sein. Ja, F4 können wir auch noch machen. Kann sich gerne alles austauschen. Turm geht nach D7. Gut, G3 will er noch machen, aber will ich nicht sogar noch hier mal den Zwischenzug einschieben? Olaf, du hast es schwer jetzt. Ich will nicht sagen, dass es hoffnungslos ist, aber es ist schwer. Okay. Erste Partie, erster Sieg. Ich bin zufrieden. Jetzt muss ich wohl auf den Button neue Partie drücken. Also es ist so, dass ich diesen Server jetzt hier, ich selber praktisch nicht spiele, aber meine Schüler dazu verdonner, hier zu spielen und aktiv zu sein und zu lernen. Wo sind denn hier die Herausforderungen? Gussi, wo bist du? Soll ich auf 5-0 drücken? Und dann kommt doch jeder. Ich probiere mal jetzt hier. Was haben wir hier? SOS. Herr Gustafsson, hören Sie mich? Was ist das hier? Herausforderung hier oben, ne? Drück mal das hier. Oh, ich bin sogar richtig clever. Ich habe es gecheckt. Also, ich habe es, glaube ich, gecheckt, Jan. Ja. So, was haben wir denn hier? Jungs, ich werde auch gegen 1400er spielen. So bin ich nicht. Jetzt will ich mal Joe B nehmen. Oder keine Ahnung, wer Joe B nehmen ist. Also, Joe B, du bist dran. Habe ich das jetzt angenommen? Jan, ist das korrekt so? Ich schleiche hier ein bisschen durchs Bild. Ja. Schon fast geschafft hier. Joe B will so die ganz harten Ah, Jungs hier da immer auf gibt's ein Anhieb kicken. Annehmen. Hallo Joe B, woher kommst du? Jan, ich habe sogar noch mal weiß. Joe B, was bist du? Bist du? Naja, du bist Joe B. Mal sehen, was Joe B macht. E4 ist ja mein Zug. Karo kann. Grausame Öffnung für Weiß. Total sicher. Ich weiß schon seit 25 Jahren nicht, wie ich dagegen Vorteil erreichen soll. Aber das ist ja beim Blitzen nicht so wichtig. Was passiert jetzt? Kein automatisches. Verbindung des Gegners unterbrochen. Nein, Springer schlägt E4. Hauptvariante da. Und jetzt kommt gleich ein Nebenzug. Joe B. Mal sehen, ob du ihn kennst. Springer H3. Springer am Rand. Bringt Kummer und Schand. Hat aber eine Idee. Ja, Springer F4. Joe B. will den Läufer nach H7 stellen. Ich werde meinen Läufer auf C4 hinstellen. Und irgendwann, was wahrscheinlich nicht passieren wird, haue ich nachher auf E6 eine Figur rein. Okay, machen wir erstmal eine kurze Rochade. Ich kann mich nicht entschließen, das sofort zu machen. Aber Lust hätte ich schon. Also nicht sofort jetzt, aber erstmal den Bauern zu opfern auf D4. So, jetzt muss er schon nachdenken. Läufer D6. Ja, oft bringt ja dieses Opfer gar nicht. Also, Springer E6, Bauer E6, Dame E6, Schach. Dame E7, einziger Zug. Dame C8, Schach. König F7 geht nicht, er muss die Dame dazwischen ziehen. Dann könnte ich was? Turm E1 probieren. Irgendwie habe ich Bock auf die Action, also los geht's. Was haben wir denn überhaupt hier? 5-0. Also, Bauer steht wieder. Oder macht er ganz. Nee. G7 hängt, wenn schon die Figur mitnehmen. Vielleicht zieht er auch den Läufer nach E7. Aber dann müsste ich eigentlich lang anhaltenden Angriff haben. Beginnt vielleicht mit Turm E1. Jo, ich mache einfach Turm E1, ist mir egal. Turm F8, Läufer F4. Danach D6 irgendwann mal einsteigen. Ich weiß zwar noch nicht wie. Aber wie soll er rauskommen? Na, er wird immer noch versuchen, mit Dame D7 mich ein bisschen zu kitzeln. Okay. Ich habe auch andere Ideen. Ich habe eventuell auch mal Springer F5. Und wenn er dann Läufer F5 macht, Dame F5 über die Weißen. Aha. Oh! Das ist ja wieder ein Meisterzug hier. Ich dachte. Okay. Das sind ja Züge, die sehe ich gar nicht. Zum Glück habe ich noch ein bisschen Kompensation. Oder vielleicht auch genug. Aber wie gesagt, ich halte mich jetzt an die Devise. Nicht so gut spielen, aber dafür auf Zeit gewinnen. Was ist denn das jetzt?
Das sieht aber jetzt ganz schön gefährlich aus für ihn. Springer F5. Bricht er unter den Druck zusammen. Läufer C4. Und wenn ich jetzt nehme, auf E7 nimmt er alles wieder, geht nicht weiter. Also locker Dame C4. Einziger Zug ist jetzt wohl Springer D5. Wie geht es dann weiter? G7 nehmen oder Springer D6 Schach? Oder vielleicht nochmal Dame E2, um noch weiter Druck zu machen? Ja, Dame E2 gefällt mir. Könnte ich noch C4 hinterher stoßen? Da hat er zu knabbern. Uiuiui. Uiuiui, das ist matt in 2. Springer D6 Schach. Und Dame F7. Ja, Joby, das war zu furchtlos. Ich werde mich schon gedanklich einrichten auf einen neuen Gegner. Wir nähern uns jetzt mal einer Seite von, was hat man denn gehabt jetzt? 2-1 und keine Ahnung. Okay. So, Elion, ja. Elion, was haben wir hier? Der sieht stark aus. Den muss ich mal probieren. World of Chess haben wir auch noch. Okay, World of Chess. Ich muss mich erstmal langsam vorkämpfen hier. Mit Schwarz gegen World of Chess. Oh, World of Chess, da kannst du viel Elo verlieren, wenn du gegen mich verlierst. Ich habe nur eine 1682. Okay, E4, E5. Wisst ihr, dass ich der Russischmann bin hier? Also, Springer F6. So. Viel AO, er macht Hauptvariante, okay. Nein, Nebenvariante mit D4, D5 und so. Dann geht der Springer nach C3. Quatsch, nach E3. Alles schon da gewesen. Spielt mein Freund Thorsten Sarok auch mal sehr gerne. Ich weiß immer noch nicht, was ich dagegen machen soll. Aber ich entschließe mich jetzt erstmal zu normalen Zügen, hoffe ich jedenfalls. Puh, ja, Taxi, Taxi, meine Figuren langsam entwickeln. Vielleicht ein Läufer nach F6, C3, C6 mal, um den Punkt zu stützen. Turm geht nach E8. Ui, geht noch nicht ganz. Willst du lang hochieren und mich matt setzen? Na, mach mal, Junge, mach mal. Ich bin dabei. Ich bin dabei. G4, okay. G4. Du denkst, ich nehme den Bauern nicht raus, ja? Aber ich mach mal, traue ich mich das. Wie kriege ich denn hier mein Gegenspiel? A5, H4 wäre natürlich von mir ziemlich haarig. Ich habe aber Lust dazu. Probiere ich. Ich muss sagen, so richtig klar ist mir das hier nicht. Kommt mir fast so vor, als ob mein Gegenspiel zu langsam ist. Aber vielleicht muss... Oh, ja. Boom, Junge, Junge. Muss ja wohl nicht sein. Schon spät und ich will meine Ruhe haben. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, ich habe noch eine kleine Mini-Idee eventuell. So, schnell weg mit dem Läufer da. Aha, der will mit dem König nach D1. Der ist ganz ausgefuchst. Wie kann ich ihn hier noch gegenwirken? Ich muss ein paar Figuren tauschen. Mir gefällt die Stellung überhaupt nicht. Ich empfinde sie als Katastrophe. Aber vielleicht bin ich auch immer zu pessimistisch. Ich weiß es nicht. So, der setzt mich einfach matt. Ist egal. Jetzt komm, tauschi, tauschi. Meine Güte. Oh, das sieht nach einem Massaker aus. Darauf hat Gusti gewartet. Mich hier zu blamieren. Okay, tauschen. Damit der... Was macht er noch? G6 kommt F6. So, vielleicht habe ich hier noch eine Mini-Chance, irgendwie nicht sofort aufgeben zu müssen. Okay, jetzt wollte ich das Schach geben. Und mit G6 im Trüben fischen. Ich sehe da allerdings einige Züge, die mir Kopfschmerzen verursachen. Ja, genau der zum Beispiel. Aber noch ist es nicht ganz klar. Also, Turm da rein. Ich muss nur aufpassen, dass der nicht mal auf F7 reinhaut und dann G6 irgendwie hängt. So, mein Springer muss ich noch rauskriegen.
Habe ich noch irgendwie noch ein paar andere Züge? Vielleicht nehme ich auch irgendwann mal raus auf F5. Ui, der will auf H5 nehmen. Junge, Junge. Okay, also schnell oder Qualitätsopfer? Nee, schnell den Turm hier rein. Muss ich den nehmen? Ich muss den nehmen, ne? Ich habe gar keine Wahl. Zack, kann man sowas überleben? Was ist meine Zeit hier? Ich sehe meine Zeit nicht. Achso, zwei Dingsbums. Okay. So. Ich möchte mich noch ein bisschen wehren, bevor ich hier tatsächlich aufgebe. Also ran mit der Dame an den Speck. Ein paar kleine Ideen habe ich noch. So, was ist mit meinem Turm auf A8 und meinem Springer auf B8? Den findet er gut, oder? Ich sehe momentan so ein kleines Dauerschach. Kann ich noch mehr haben, weil ich auf A2 mache ja den Bauer nehme? Springer F4, Dame 1, König C2, Dame A2, König D1. Er droht ja noch nicht richtig, mich matt zu setzen. Vielleicht mache ich dann wirklich Springer D7 und Turm B8. Aha! Okay. Hat mich wieder überrascht. Wieso? Was kann ich jetzt machen? Einfach die Figuren entwickeln. Das sieht immer gut aus. Springer nach D7 und dann meinen Turm endlich nach B8 reinkriegen. Dann bin ich auch bereit, manchmal. Oder nach E8. Was ist mit E8? Da steht ja auch nicht schlecht, der Turm. Und dann habe ich so einen Trick, ja. Ach, meine Güte, ist der nervig. Ach, Gusti, Mann, lass mich doch mit deinen Leuten hier in Ruhe. So, was haben wir jetzt? Schach, König E2 und dann könnte ich den Bauern gewinnen. Oder ich bin ganz brutal und spiele Dame A2, zack. Und dann. Soll ich wieder hier auf Action machen? Nein, ich weiß es nicht. So, momentan brauche ich zu lange. Ach, ich habe keine Lust. Ich nehme mich einfach raus. Und pack meinen Turm nach B8 und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. So, wie ist die Zeit hier? Ich habe so wenig Zeit. Drohe ich überhaupt was? Vielleicht Dame A2 und Turm B1 matt. Dieses Geschwätzbrit stresst mich jetzt schon total. So, was ist das jetzt? Ich muss erstmal einen Überblick hier bewahren. Dame A1 Schach sieht gut aus. Dame A2 gefällt mir aber auch gut. Ich mache Dame A2. Noch sehe ich nicht, was er spielt. Aha, jetzt weiß ich, was er spielt. Junge, du spielst stark, ganz klar, und ich spiele schwach. Komm, schnell mit dem Springer hier rein. Noch ein bisschen den Trüben fischen. Das sieht nicht gut aus für mich. Das geht auch noch, sagst du. Wollen wir so einen Trick versuchen? Einfach die 6 und Turm E8. Kann sowas gehen? Ich probiere immer so viele Blödsinnssachen. Nein, wir machen jetzt noch einen normalen Zug hier. So. Wie viel Zeit? 1 Minute. Na, 1 Minute geht noch. Hat er Tricks hier wie H5 und dass er seine Dame opfert? Ah, ich habe da noch einen Gegentrick. Nur zum Schluss kann man Springer auf G6 rein. Ich sehe hier ziemlich viel Blödsinn. Und ich bin zu langsam. Gusti hat recht gehabt. Was ist normal jetzt? Ich bitte um Züge. Okay. Er will jetzt die Dame opfern, geht das? Ich habe aber Springer G6 gesehen. Bah! Was sind das für Leute hier? Das soll gehen? Nervig, nervig. Ich weiß gar nicht, was ich spielen soll. Panik hoch 3. So, wie viel Zeit habe ich noch? Was droht er? Schach, er droht alles. Und ich? Läufer C5. Und dann Schach. Ich kann das noch nicht verfolgen hier. Ich muss ziehen. Ich muss ziehen. Ich bin zu langsam. So, warum soll ich nicht nehmen? Ich nehme. E6. Jungs, ich kann gar nicht reden, ich muss hier irgendwas ziehen.
Gut, irgendwelche Züge jetzt. Da ein bisschen befreien. So, oh, jetzt habe ich den Bauern. Jetzt kann es schnell gehen. Jetzt mache ich noch Läufer B4 Schach, komm da rein mit den Figuren. Turm nach E8, Dame nach F5, okay. Habe ich es nochmal gedreht? Ich weiß es nicht. Dame nach B3. Dame nach E3. Dame schlägt E2. Aha, ey, hör mal auf hier zu ziehen, Junge. So. Einfach noch die 6. Ich ziehe jetzt einfach. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich habe. Wenn mein König jetzt noch rauskommt, dann war es das. Turm noch nach B8. So, Dame noch nach D3. Oder sogar nach D4. Ich weiß es nicht. Und Turm B1. Das war ja auf Messerschneide. Ist viel zu anstrengend. Ganz ehrlich, ist mir viel zu anstrengend. Da werde ich die ganze Nacht nicht schlafen können, wenn das so weitergeht. Ihr seid viel zu stark. Also, das gefällt mir überhaupt nicht. Was war das gerade für eine Zahl? 2, 3, 16 und ich muss mich so anstrengen? Eigentlich nicht. Na gut, wir gucken weiter. King Cold haben wir. Können wir noch mal so mal so eine. Was haben wir denn? Wollen wir mal. Ne, 1600 hatten wir schon. Eine 2000 Zaro. Soll ich mal Zaro annehmen? Hat eine 2,6 und dann gehen wir mal wieder runter und kämpfen uns durch die 1500, auch 1500 und 1400 waren heute bedient. Keine Sorge. Ich versuche, jeden mal rankommen zu lassen, soweit das geht. Ui, Alapin. Was denn du? Achso. Ich bin dran, hat er sich verzogen? Ich bin dran, ja? Er hat Dame die 6 gemacht und dann Dame die 5. Oder bin ich schon völlig crazy? Woran sehe ich denn das? Ah ja, ich sehe es jetzt. Okay. Ich muss das erstmal verstehen, was hier gerade passiert ist. Das war mir jetzt okay. Tut mir natürlich ein bisschen leid, aber die Störung geht ja sowieso. So, entwickle die Figuren. Denk mir nichts Böses dabei. Dame nach E2. Immer die Standard-Moves. Turm nach D1. Ja, ich hoffe, dass ich nichts einstelle hier. So, was mache ich denn jetzt? Springer nach E4 und dann ein bisschen was opfern. Weiß ich nicht, ob das geht. Mann, 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 ich bin hier wirklich am Jammern. Was drohst du denn überhaupt? Gusti zieht die Sachen immer so ganz locker runter. Ja, du machst das wirklich sehr stark. Springer E4, Läufer E5, nimmt raus, ist das genug Kompensation? Nein, gefällt mir nicht. Aber was habe ich noch für Züge hier? Irgendwie passen mir meine Figuren nicht. Ach, da mache ich jetzt irgendeinen Zug. Hauptsache, ich stelle nichts ein. Das kann schon sein, dass ich hier was eingestellt habe. Luftlauf muss ich machen. Am besten mit G3. Wenn ich nichts weiß, dann mache ich ein Luftloch. So. Und jetzt? Jetzt kann ich aber nicht nehmen hier. Wie geht denn das? Wie rechne ich das aus? Läufer D5. Machst du dann Springer D4? Das muss ich probieren. Ich probiere es. Springer D4. Warum geht jetzt nicht Dame E3? Was passiert dann? Ich blicke hier nicht durch, Jungs. Also alternative Turm D4 und dann Dame D4 und dann mehrere Figuren. Blicke ich immer noch nicht durch. Turm D4 scheint auch zu gehen. Dame E3. Was habe ich denn jetzt überhaupt mehr? Zack. Da macht er den und dann hängen alle Figuren bei mir. Also Dame E3, Springer C2, Dame B6 nimmt raus und dann hängt E5. Aha, wenn ich Turm D4 mache, Dame D5 und Springer F3. Habe ich dann zwei Figuren? Reicht mir das? Ich weiß es nicht. Es ist spät und ich muss ziehen. So, Springer F3, Dame B6. Wohin mit den Läufern in der Mitte? E4, würde man sagen, oder? Oder sogar einen Läufer nach A2 und einen Springer nach E4. Komm, Läufer A2, ich will den Springer nach E4 stellen. Der Läufer auf E7 nervt mich. Außerdem muss ich mal den Läufer auf E3, auf C1 entwickeln, am besten nach E3. Hab mich eine satte Minute gekostet, dieses Tempo, was Gusti, Jan, Entschuldigung, was Jan hat, das habe ich einfach nicht.
Ich sage ja, zieht, 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 das ist ein 5-0-Gott. So, jetzt Springer E4. Ja, Grundreihe ist mir schon klar. Aber ich sehe noch nicht, wie er das ausnutzen kann. Aber irgendwie habe ich ein bisschen Angst. Mit Dame B5 und so einem Blödsinn. Warum denke ich über sowas nach? Also mache ich Läufer E3. Ja? So. Was haben wir gesagt? Ich brauche ein Luftloch. Dame C6. Nicht schlecht, weil er nämlich meine Pläne verhindert. Springer D4 erstmal reinhüpfen und was angreifen. Immer aufpassen, dass ich nicht matt bin. Momentan sehe ich es nicht. So, der Springer will sogar eventuell nach D4 hopsen. Auf A7 hatte ich eigentlich keine Lust zu nehmen. So, wie viel hat er überhaupt? Der hat einen Bauern. Okay. Jetzt Turm C1. Immer aufpassen, dass ich nichts einstelle. Das ist das Wichtigste. Dame E4. Weiter bohren. Ja, Zahnarzt hier. Ich mache mal so einen komischen Zug. Sieht sehr komisch aus, aber ich habe Lust drauf. Läufer B1. Okay, Dame A4 geht. Dame A4 macht er auf, weil ich vor Läufer 6 aufpassen muss. So, macht er nicht. Das nehme ich sofort, selbst wenn es nicht der beste Zug ist. Das nehme ich sofort. Was ist denn das jetzt hier? Also jetzt hier rein mit dem Läufer. Ja. So, Läufer A6 mache ich sogar einen Zwischenzug. So, und jetzt den nehme ich. Hoppala, den kann ich nicht nehmen, aber den nehme ich und steige rein auf C6. Ja gut, getext, Springer C6, Turm D5, ja, so, was machen wir jetzt? Puh. Ach, B4, komm jetzt, versuch den zu befestigen. Macht er es dann nicht zu, dafür habe ich ein gutes Feld für den Springer dort. Turm C5 könnte ich den nächsten Bauern nehmen. Mache ich übrigens auch. Er hat zwar Dame. Ach komm, wollen wir mal so spielen? Ach Quatsch, den nehme ich. Nicht so viel Gespenster, Roberto. So, ja. Maximaler Stress, der mir hier noch verursacht wird. Erstmal alle Linien zu machen. Und vor allem schnell später. So, die Stellung ist gewonnen, aber ich habe nicht so viel Zeit. Ich bin zu langsam. Aber das wird wahrscheinlich keinen groß verwundern. Obwohl, in Berlin bin ich sehr schnell. Wenn es auf ankommt, bin ich sehr schnell. Aber da muss ich auch keinen Geschwätzblitz machen. Passt wirklich total gut, das Wort. Was nur ist, mein Gegner überlegt. Auf einmal. Gut. Weiß ich nicht jetzt hier. Ich habe ja mehrere Züge. Kommen Dame C4, kommt sowieso dann mit Dame B1 an, dann König H2. Ich muss noch meinen Springer ins Spiel bringen. So, wohin dann nach B7? Den Dingsums gebe ich vielleicht sogar. Aha, okay. So, jetzt will er mich wieder ärgern. Wie kann ich ihn gegen ärgern? Ich habe da eine Idee. Ich bin zu langsam. Springer D2 einfach, ja? Warum nicht? Den Springer nach E4 bringen. Ich bin zu lang. Ich mache ihn auf Kasparov. Ich will hier immer mich nicht blamieren. Aber dafür lasse ich die Zeit ablaufen. Immer sagen, ja, gut gespielt, keine Zeit. Aber überspielt hat mich keiner. So, was ist denn das jetzt schon wieder? Springer E4, Dame F4, G3 habe ich noch. So, aussehen drohe ich mal Springer D6. Ah, der Läufer auf C5 deckt auch nochmal alles. Okay, was jetzt? Aber wie deckst du dir F7? So ganz einfach deckst du dir den. Ich muss jetzt mal ein bisschen ziehen. Vor allen Dingen muss ich mal langsam meine Figuren hier reinkriegen. Springer nach C4. Ach so, der hing sogar konkret. Sehr schön. Aha, gut, den machen wir jetzt mal schnell. Und den Springer nach E3 und nach D5. Ich habe gleich meine Figuren koordiniert und dann wird es schwer, Junge. Ach so, manche würden den Bauern nehmen auf E5, über sowas denke ich gar nicht nach. Ich habe keine Lust darauf. SL macht irgendwann mal G6, dann schnappe ich mir wirklich. So, also Springer E3. Spiel gegen König. Vielleicht laufe ich auch mit dem Bauern durch. Ja, so.
Aha, hat er schlau gemacht. Der Schlaumeier, komm, Tauschi, Tauschi. Aha. Schach. Das geht alles. Bist du nicht gleich matt, Junge? Ist er offensichtlich nicht. Aber ich gebe mein Bestes. Ja, das war wieder so ein Zitterpartie von mir. Ich mache das anders als Jan. Ich bin halt jederzeit in jeder Partie schlechter in der Zeit. Okay, was nehme ich jetzt für ein? Was hatte ich jetzt für ein? Ich hatte eine 2614. Also nicht, das ist schon super, das gefällt mir. Jetzt wollen wir mal wieder einnehmen. Der, was haben wir hier? 1706. Eine 1400 dürfen wir. Wir dürfen auch mal eine 1200 nehmen. Ja, warum nicht? Die Jungs sollen auch die Chance haben. Die anderen haben bestimmt schon mal gegen Großmeister gespielt. Okay, und jetzt in der Partie versuche ich mal ein bisschen schneller zu spielen. Vielleicht ist das ja auch ein verkappter Großmeister, der jetzt gerade hier irgendwie nur so tut, als ob er eine 1200 hat. Also, mein Ziel in der Partie ist zu gewinnen. Und unter nicht unter 3 Minuten zu kommen. Mann, das wäre ja, das hört sich ja dramatisch an. Ja, eigentlich noch keinen richtigen Fehler gemacht hier für eine Dingsbums. Entschuldigung, wenn ich Dingsbums sage. Für eine 1200. Ja, pass mal bloß auf, dass du D6 machst, weil sonst stoße ich vielleicht mit D4 rein. Na, mal sehen jetzt. Jetzt kann das Zentrum schnell wegbrechen. Nimmt er raus, nimmt raus, dann hat man immer noch D5 und E5 und die Figuren stehen so schlecht. Was ist das hier? Ist das schon ein kleiner Bauerngewinn? Noch nicht ganz. Okay, ich habe verstanden. Trotzdem mache ich den. Das ist zwar jetzt kein Vorteil groß, habe ich wieder verpasst, springe E7 vergessen. Aber ich bin entspannt. Vor allem wollte ich nicht so langsam spielen. Gut, nehmen wir raus, dann mache ich mal D6. Achso, macht der selber D6? Meine Güte, dann ist er nicht so schwach. Dann hat er was, dann weiß ich Bescheid. Dann muss ich ihn richtig ernst nehmen. Aha. Okay, aber D6 kann ich ja da nicht machen, also muss ich ihn sowieso ernst nehmen. Gut, Robert, sehr gut, sehr stark gespielt. Ist egal, bleib locker. Dame F3, ich habe das Gefühl, ich stelle gleich was ein. So, was denkt ihr, wie ich stehe? Das kann sogar sein, dass meine Schüler aus meinem Gymnasium zu gucken. Das wäre natürlich Wahnsinn, wenn die sehen, dass ich ganz schwach spiele. Das wäre schlecht. Zurück mit der Dame. Es gefällt mir überhaupt nicht, was ich hier gemacht habe. Okay, aber ich konnte ja Läufer G5 machen. Meine Güte. Dauert eine Weile, bis ich hier warm werde. Und dann ist es schon vorbei. D6 wird kommen. Springer nach D3. Okay, zieh, Roberto. Es bringt sowieso nichts, nachzudenken. Es bringt nichts. Und ihr seht hier diesen Messerkampf, den ich hier gerade ausführe mit ihm. Eine Partie auf Messerschneide. Also ich stehe hier auf keinen Fall besser, ich stehe hier eher schlechter. Aber warum nicht? Macht auch Spaß. Ich habe mehr Zeit. Das war doch das. Es ging doch nur darum. Ja, Springer E6 macht nämlich raus, Springer D2. Irgendwie habe ich so, kommen da schon welche Einschläge. Werden wir sehen. Man kann nicht alles. Man kann nicht alles wollen. Ich habe eine klare Vorgabe von Herrn Gustafsson. Man kann schlecht spielen, aber man muss schnell spielen und dann gewinnt man halt auf Zeit. Und in solchen Stellungen muss man vor allen Dingen eins, man darf nicht matt gehen. Uiuiui, der ist aggressiv. Kann ich noch Springer D2 machen? Na, ich mach's einfach. Muss den Springer nach D4 bekommen. Uiuiui, warum geht denn der? Das musst du mir noch erklären. Zwischenschach. D5 nehme ich auf B7. Die Quali nehme ich mit.
Qualle? Da ist noch ein bisschen Kompensation, ich sehe das ein. Aha, na jetzt hast du aber wirklich Milch gegeben. Wer bist du nochmal, Arthur? War unnötig, hast so gut gespielt. Völlig unnötig, Arthur. So, den auch noch so ganz feist. Springer nach wohin? C4? Arthur war wirklich unnötig. Hast gut gespielt. Da hast du einen Blackout gehabt. Dennoch ist er da nicht vorbei. Ja? Noch kann ich mich immer blamieren. So, der nächste wird eine Zahl um die 2000 haben, der rankommt. Hey, lass mich in Ruhe hier. Ich weiß, ich habe schon den Schwanengesang gemacht hier für dich. Ich glaube, das kann ich mir leisten. Ich glaube, ich kann mir das leisten. Der Läufer geht nach G2. Mein Springer wird in die Nähe kommen. Das wird genau. Jetzt kommen hier Läufer G2. Dann mein Springer nach wohin? C4 am besten, um den B6 da wegzutauschen. Außerdem habe ich jetzt geschafft, die Damen. Ja? Die Damen sind weg, also getauscht. Dame G4, einziger Zug. Ja. Wohin mit den Springer? Jetzt will ich nicht Springer C4 machen wegen Läufer E1. E2, Entschuldigung. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass er hier nicht irgendwo einen Abzug hat. Vielleicht mache ich das auch, ganz profan. Vielleicht bin ich ganz faul. Okay, Robert, sei nicht ganz faul. Streng dich nochmal an hier. Tja, Springer B3 Läufer E2. Gibt es einen Abzug? Ich sehe keinen Abzug, ist mir auch egal. Jetzt noch Läufer E3 und auf Zeit. Auf Zeit gewinne ich auch noch. Okay. Na komm her hier. Ich weiß gar nicht, wo mit dem Läufer. Komm, wir machen es Idioten sicher. Nimmt raus, Springer D4. Mit der Zeit, in der Stellung, da hilft auch das ganze Talent nicht. So, jetzt nochmal einmal tauschen. Hier den nächsten nehmen, verhaften. Der Bauer droht durchzulaufen. Bloß nicht Turm D1 machen, weil dann der Läufer dann den schlagen würde. Das würde nochmal passen. Keine Ahnung, wir geben erstmal ein naives Schach. Vielleicht kommt König E7 mit Springer C6. Kommt nicht. Haben wir hier einen schönen Abzug. Ja, das ist schon fast zu wenig, was ich hier eigentlich vorhabe. Wie macht man das am besten? Ach komm, nochmal ein Luftloch hier. Ich liebäugle mit Läufer E6, Springer C6, Turm B7. Aha, macht er nicht. Jetzt kann ich meinen Turm dahin ziehen, ohne geschlagen zu werden. Bin ganz schön souverän jetzt, ja. Jetzt lässt sich locker reden. Na, Arthur, ist es noch zu genießen für dich? Arthur Nawrowski, Cześć. Oder vielleicht Dobranoc. Okay, noch nicht Dobranoc. Gut, dann nehmen wir die Figur auch noch. Jetzt Dobranoc. Falls du polnischer Abstammung sein solltest oder sogar Pole bist. Okay, Arthur. Das ist nicht mehr spannend. Dziękuję bardzo. Okay. Okay. Also, jetzt gucke ich mal jetzt wieder, was ich hier habe. Was habe ich gesagt? Ich habe eine 2-1 schon gehabt, eine 1600, eine 1800, eine 2-6 sogar, eine 2-7. Die 2-7 kommt später. Ich brauche eine 2, was haben wir noch hier? 2-5 hatten wir schon. Dann nehmen wir Gutmann. Habe ich nicht schon gespielt? Ich weiß nicht, ich nehme nicht an. So. Ich glaube, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Wir haben schon miteinander gespielt, oder? Ich habe hier keinen Chat. Achso, was passiert denn jetzt? Wieso läuft das noch nicht? Herr Gutmann, sind Sie noch da? Ja, okay. Die Eröffnung habe ich aber heute noch nicht auf dem Brett gehabt. Also haben wir, vielleicht habe ich auch Weiß gegen dich gehabt. Ich weiß es nicht mehr. Aha!
Angenommenes Damengambit. Okay. Okay. Er spielt das hier. Wie sagt man? Muss mich mal konzentrieren, wie das geht. Ich habe das schon wieder vergessen. Macht man hier C5, Springer B5 und dann Springer A6? Nee, das macht man nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Nützt das was, sich zu erinnern? Ist das sinnvoll? Puh. C5. Springer B5. Ja, und dann stehen die Figuren gut von dir. Ist okay. Sehe ich ein. Figuren entwickeln. Einfach normale Züge machen. Na gut, dann machen wir A6. Machen wir gleich noch einen hässlichen C5. Was hat mich das gekostet? 40 Sekunden. Ich verrate das lieber nicht den anderen. Ich habe ja zu meinen, ich zitiere ja meine Schüler hier immer wieder, gesagt, lieber schlecht spielen und dafür schnell. André, du weißt Bescheid, falls du zusehen solltest. Ui, ich muss sogar aufpassen, der will Springer E5 machen. Eigentlich ziemlich garstig, muss ich sagen. So, Springer G5 müsste man vielleicht auch irgendwann mal aufpassen, aber noch nicht so richtig. Dann habe ich Springer E5 als Gegenzug. Schnell irgendwie entwickeln. Vielleicht komme ich sogar noch zu Läufer E7 kurz auf Rade. Ich habe wieder das Geschabte eines Käses. Aha, das macht der ärgert mich nochmal, aber ich bin bereit, den zu nehmen und den Springer vielleicht Art Tempo nach B4 zu stellen. Und jetzt musst du mir mal zeigen, wohin du gehst. Hab so eventuell sogar C4, wenn ich Lust habe. Und ich habe Lust dazu. So. Okay. Das Schach muss ich, gebe ich einfach so. Und jetzt entwickle ich mich. Muss natürlich vor B3 ein bisschen aufpassen. Vielleicht könnte ich noch meinen Läufer schneller entwickeln. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, ich habe Bock auf Läufer F5. Entschuldigt bitte den Begriff Bock, aber es ist nun mal so. So, Läufer nach G6, Läufer C2, Läufer C5. Das war meine Idee. Und dann natürlich die lange Rochade. Darum geht's. Action gegen seinen König aufziehen. Turm nach E8, Springer F4. Bum, 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 matt. Herr Gutmann. Sehen Sie es schon kommen? Wie versucht er sich hier zu befreien? Oh, der ist cool, aber den Zug kann ich noch mitnehmen. Den Zug nehme ich mit. Das wird noch nicht so easy hier für Weiß. Ich habe hier viele Motive. Sehr viele Motive. Ich habe schon so Tricks. Was ist denn das jetzt? Den kannst du ja auch noch leisten. Können die Fans fast gar nicht glauben, aber ich glaube es ja trotzdem. Aha. Was ist denn mit Springer F4 Schach? Kommt der König noch nach F2 und es geht nicht weiter? Macht den normalen Zug. Ach so, der hängt. Danke für die Ansage. Das weiß ich nicht, ob der hängt. Ich mache einfach den. Alles auf Entwicklung. Jetzt muss ich mich mal zusammenreißen. Bauer C4. Turm E8. Nochmal ganz cool gezogen. Irgendwie sieht das ganz normal aus. Okay. So, jetzt ruhig, aber diverse Sachen. Springer C2 hat er noch. Springer C2, geht der wirklich? Irgendwie hängen doch alle Figuren hier. Aber nicht so richtig. Ich sehe es noch nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe aber, wie ich mich da auf E3 vergreifen kann. Und wirklich ganz, ja, das finde ich schon ein bisschen peinlich da. Springer C2, Springer C1, Turm C1. Läufer C2. Läufer C2, Turm E3, sieht aber auch gut aus. Das sieht gut aus. Und außerdem habe ich mehr Zeit. Und ich glaube, mein Gegner schwitzt jetzt. Außerdem habe ich Springer F4 und Turm D1, um diese Leichtfiguren zu bekommen. Zwei Leichtfiguren. Wahrscheinlich geht es noch viel besser, aber vergesst bitte nicht, wir sind hier seit 20 Uhr im Einsatz und versuchen mit unser Bestes zu geben beim Kommentieren. Und Geschwätzblitz ist nun
Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. So, aber, okay, also Springer F4, König F2, kann ich ja mehr rausholen. Irgendwie sagt mir das dann, ein Turm D1, Läufer C2, dann hängt der Turm, ich weiß gar nicht, wo der. Ah, ich probiere es einfach. So, Schach. Schach musst du geben, hat er immer gesagt. Turm D1, Läufer C2. Und der Turm hat Probleme, weil ich habe dann auch noch Springer D3 und Läufer E3, also Springer D3 und es ist schwieriger, das auszusprechen als zu rechnen. Und dann Turm C1 und Läufer E3. Wenn das alles klappt, dann danke ich meinen Schülern, dass sie mir regelmäßig ihre Taktikaufgaben lösen und ich sie dadurch auch kontrollieren muss und dadurch dieser Sache hier gewachsen bin. Ich habe eine Figur mehr. Gibt es einen Trick hier? Ich habe eine Figur mehr. Time to say. Noch nicht time to say. Komm, den nehmen wir auch noch. Aber du wirst mir, nee. Ich habe hier immer noch B5 zum Schluss. Ja, und halte den hier. Hier gibt es keinen. Wie sagt man? Ich muss nicht aufpassen, dass der hier mal weg ist. Ja, ich weiß Bescheid. Komme gleich. Turm geht nach D8, nach D3. Gut, danach müssen wir nochmal eine Bombe bedienen. Eine Elo-Bombe. Wie spät ist denn das überhaupt hier? 1:16 Uhr. Die Zeit vergeht wirklich wie ein Flug. Das spricht allerdings dafür, dass das mir sogar Spaß macht. So, was noch jetzt hier? Bombe, Turm D8. Läufer C3 kommt, Turm D3. Ach Quatsch, machst du erstmal F6. Das läuft hier nicht davon. Hier keine Komplikationen. Der B-Bauer kann auch mal laufen, muss nur aufpassen, dass da nicht Läufer B4, Läufer, na jetzt erstmal hier rein. So, auf Läufer D4 mache ich übrigens Turm D4. Bumm. Na, ich habe 2 Minuten. Okay, alles klar. Okay, jetzt nehme ich den Elo-Höchsten, der mich mal verprügeln kann, wenn überhaupt einer da ist. Also, wir haben hier ein Angebot. Ich muss auch immer einen mit Krone nehmen, wurde mir gesagt. 2, 5, 28, 2, 6. Felix M, haben wir schon gespielt, Felix M? Kannst du mir gar nicht sagen. Felix M sieht so aus, als Felix M gleich. Ah, 2, 7, Fidemeister. Schellingfort. Und eine Krone. Na gut, Schellingfort. Los geht's. Wenigstens, ich weiß. Schellingfort, bist du ein englischer, ja? Ein englischer Fidemeister? Ah nein, nicht. Schellingfort, ich mag das nicht, diese Öffnung. Da hast du mich gleich getroffen hier. Allerdings vergiss nicht, dass mir ein Remis reicht, weil du hast viel mehr Elo als ich. Du verlierst die Elo, nicht ich. Ja, Schellingfort, das musst du kennen, du bist schon lange im Geschäft. Okay, ist das so? Ist so korrekt, Schellingfort? Ich kann mich nicht erinnern. Lass mich nachdenken. H4, E5, nimmt raus und dann Springer E5. Ja, Schellingfort weiß Bescheid. Ich probiere es aber trotzdem, weil ich habe eine andere Idee. Ich weiß nicht, ob es geht, aber ich wollte jetzt Dame E2 spielen. Okay, wie ist denn das einzuschätzen? So, Läufer D2, kommt Schach. Also muss ich eigentlich den hier versuchen zu behalten. Also den Bauern auf C2, dass ich nicht über den groß nachdenke. Mach mal einen kleinen Damentausch. Was hältst du davon? Ja, aber Damentausch ist auch langweilig, ja? Außerdem könnte ich noch was drohen. Ich meine, der Zug ist riskant. Mein König ist in der Mitte. Ich mache ihn. Er ist riskant, ich mache ihn. Ich habe auch eine kleine Idee. Ja, ich hab's verstanden. Ist alles okay. So, wohin mit der Dame jetzt? Nach B3 kommt Springer C5. Hey. Was ist mit kurzer Rochade? Ich muss hier aufpassen. Ich muss hier aufpassen, dass ich nicht in der Mitte kaputt gehe. Also den traue ich mich noch. Weil noch ist das Feld D3 gedeckt. Der macht jetzt Läufer C5. Ich habe ja hier wirklich meine Figuren hingezogen. Zum Glück sieht das keiner. So. Jetzt noch H5, kann er da irgendwas machen? Kann ich mich das trauen? H5, Roberto. Hilfe! Springer B6. Habe ich noch Dame B3?
Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht sehr kritisch aus hier. Ich ziehe irgendwelche Bauern und Damen an den Rand. Schwarz hat sich voll entwickelt. Und ich habe weniger Zeit. Ich habe also alles richtig gemacht. Und da kommt er schon an. Ja, ich verstehe. Du bist stark. Ist okay. Springer G6, Läufer F2. Läufer F2 droht immer. Ich weiß gar nicht, wie ich den Punkt decken kann. Was ist mit Springer D3? Hast du den auch beachtet? Dann müsste Springer F2 machen, zack, und Dame G3. Ich kann den nicht leben lassen. Und dann 9C schlecht. Gut, jetzt muss ich hier irgendwie noch versuchen. Was kann ich denn hier noch versuchen? Kurze Rochade G5. Das ist ein grauenvoll. Das ist eine grauenvolle Stellung. Aber hör auf zu jammern, Roberto. Du musst dein Bestes geben. Ich kann es nicht glauben, dass ich das hier noch machen darf. Darf ich hier noch kurze Rochade probieren? G5. Sieht so schlimm aus. Und deswegen ziehe ich ihn auch. Gott, oh Gott. Also dir muss bewusst sein, dass ich die Schmerzen wirklich empfinde. Aha, okay. Okay, Springer D3. Ich muss irgendwas hier. Mir reicht schon, wenn ich einen Bauernwinger habe. Dann bin ich schon zufrieden. H6 einfach. Soll ich ihn dann andersrum irgendwann gewinnen? Ui, was mit Dame G5? Dame G5. Ah, Dame E4. Aber der macht also Springer B6. Macht er nicht. Macht er nicht. So, wäre mal schön, wenn ich eine Figur entwickle. Er lacht sich tot über mich hier. Er lacht sich tot. Ich habe hier vielleicht einen kleinen Trick. Ich spiele jetzt hier auf Trick. Läufer G2, Läufer G4 Schach. Puh. Puh. Jetzt hör mal auf damit, bitte. Nicht am helllichten Tag. Oder mitten in der Nacht. Ist Rot-Matt sehr stark gespielt. Ich sehe hier gar nichts mehr. Dame E4, Springer steht E4. Kann ich nicht ausnutzen. Mensch, Jan, warum hast du mir das nicht gesagt, dass es so anstrengend wird? Warum hast du mir das nicht gesagt? So macht es mir keinen Spaß. Habe ich noch irgendwas hier? Springer F4. Und gleich aufgeben. Ich mache noch den letzten Zug und dann gebe ich auf. Ja. Ich habe es ja gesehen. So, wo gibt es hier noch irgendeinen kleinen Trick? Läufer D3, wie kann man hier noch einen Trick machen? Dame E4 und ich habe vor allem gar keine Zeit. So, ich sehe gar nichts hier. Also hat er sich meinen Scalp geholt, ja? Der englische Tiger. Der englische Tiger. Ich probiere noch den. Auch wenn es peinlich ist. Um die 3. Gut. Wo ist die Aufgabe, der Button? Aufgabe. Schellingfort. Wenn ich mal wieder im Netz bin, ach, der will mich nur matt setzen, ja. Ich kann diese Stellung auch gar nicht mehr ertragen, muss ich sagen. Okay, Schellingfort, sehr gut. Ich sehr schwach. Du sehr stark. Hast klassisch mich ausgespielt. Schellingfort, wenn ich jetzt noch mal irgendwann die Chance habe, gibst du mir eine Revanche? Merkt ihr, GM Rabi, wenn ich in Berlin bin? Schellingfort, GM Rabi. Ich versuche die Zahl ein bisschen hochzubringen, damit es für dich spannend wird. Und dann machen wir ein Match über 6 Partien, versprochen. Mal sehen, ob ich 50% schaffe. Gut, das war eine glatte Abfuhr. Wen haben wir hier? 2-5, Stolle. Stolle, ich nehme dich an. Ich kenne dich nicht, Stolle. Achso, ich muss diesen Button so drücken, dass ich auf Annehmen drücken kann. Stolle. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, die sind alle zu gut. Man kann nicht da so irgendwie so irgendwelche Gesetze brechen. Man muss einfach immer staubtrocken, normal spielen. Langweilig. Stolle, ich spiele jetzt langweilig. Kannst du das auch? Der geht, okay. Ich kenne mich jetzt nicht so genau aus. Was machen wir jetzt, Stolle? Keine Ahnung, K6. Machst du den? Ach, ist mir doch egal. So, machen wir D4. Kannst du dann noch rausnehmen oder was? Kann ich mir nicht vorstellen, oder doch? Hat mich Stolle reingelegt.
Ach, ich kann auch Läufer G4, auch wenn ich das Läuferpaar gebe. Schön ist es nicht, aber ich stehe nicht gleich auf Verlust. So. Ja, ist nicht schön, ich sehe es ein. Feld F5, grauenvoll. Bin, ja, ich habe zu kämpfen, Jungs. Ich habe zu kämpfen. Aber es war schon vorher klar. So. Den auch noch? Ach komm, den Läufer muss ich schon nehmen hier. Okay, jetzt machen wir noch A5 hier. Kann ich ihn wenigstens seine Bauernstellen kaputt machen? Machen wir auch. Wie machen wir das jetzt weiter? Traue ich mich zu G6 und den Läufer nach G7 stellen? Ich sehe noch nicht, warum es nicht geht. Er wird auf jeden Fall mit F5 ankommen, aber das kann man vielleicht verhindern. Was heißt vielleicht verhindern? Das muss man halt aushalten. Okay. Muss ich nehmen auf F4. Kurz auch Harde. Vielleicht ein Springer nach D7 stellen. Nein, erstmal normale Züge. Ich habe gesagt, langweilig. Langweilig muss ich spielen. Dame D2, König H7. Ich will meinen Springer nach D7 stellen, nach E5. Okay. Noch geht es. Nicht, dass hier der Punkt hängt. Den Springer stelle ich nach E5. Muss, glaube ich, gehen, den Springer nach E5 zu stellen. Dann kann ich endlich meine Dame hinstellen. Aha, was jetzt? Stolle. Wohin mit dem Springer? Dann machst Dame G4. Mach mal ein Endspiel. Achso, machst du doch nicht. Jetzt die Dame noch rauskriegen. Wohin? Dame G5, Springer A1. Bringt es was, wenn ich die Figuren so hinstelle? Springer steht wahrscheinlich sowieso nicht so gut auf Dingsbums, auf G3. So, dann mal H5, wenn der Springer noch rein soll. Wo ist mein Gegenspiel hier? Ich brauche hier ein Gegenspiel. A4 nicht. B5, C5. Weißt du was? Weißt du was? Ich habe einfach zu viel Respekt hier. Aha, okay. Ich habe eine Idee. Ich habe endlich eine Idee gefunden. Die sieht zwar komisch aus, aber die ziehe ich trotzdem durch. Ich muss nur kurz rechnen, ob er mit dem Springer und so weiter, ob er mit dem Springer hier mit der G4 und so mich so richtig stresst. Ich will natürlich die B3. Gut, also das machen wir noch. Dann Springer G4, Läufer G7 und jetzt E5 oder Springer F6. Den Bauern kriege ich, oder? Immerhin. Der droht ja dann auch noch. Turm B2. Druck ist auf D3. Muss nur meinen Turm mal irgendwie auch wegbekommen. Ne? Auf F7, aber war es schwach. Wie sieht die Zeit aus? Gut, Robert. Ja, ich werde langsam warm, aber trotzdem, es ist schon. Gut, den nehmen wir. Jetzt C5 und B5. Komm. Wir wollten nicht zu lange nachdenken. So, willst du mein, wie nennt sich das? Mein Turm fangen? Ich könnte jetzt C4 spielen und das mache ich auch und daneben auf F3 und dann mit den B-Bauern auf C4 weiternehmen. So, das war der Plan, der wird ausgeführt. Jetzt habe ich wenigstens einen starken Bauern da auf D4. So, Schach. Schach muss er geben. Gut, mein König will ich nicht da so wegstellen. Jetzt habe ich diverse Gewinnideen, das ist klar. Aber so ganz klar ist es noch nicht. Momentan gefällt mir Turm B8, Turm E8, Turm C6, Turm E4, Turm C4 ist noch gar nicht so klar. Ach Quatsch, komm, immer das, was man zuerst sieht. So, D3, zack, Schach, König C4, okay. D3. Und dann sehe ich noch nicht so ganz weiter. D3, zack, Schach, Turm B2, habe ich noch was? Ich könnte Turm E8 machen, ist das ein Unterschied? Turm E8, Turm C6, Turm schlägt, zack, Schach, sieht auch gewonnen aus. Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Turm B3. Turm B3. Sieht auch gut aus.
Gefällt mir sogar am besten. Probieren wir es. Vielleicht hat sich das mal gelohnt, ein bisschen nachzudenken. Vielleicht war es auch totaler Schwachsinn. Weil ich sehe gerade, Turm C6, D3, König C1. Ja, dann mache ich halt das andere. Dann gehe ich halt nach G3. Ja, ist nicht so leicht für mich. Also für mich eine gute Partie zu spielen. Also Turm B3, zack, Schach, zack, zack, zack. War gar nicht so stark von mir gespielt, müsste aber noch gewonnen sein und ich habe jetzt keine Lust mehr nachzudenken. Da kommt nichts raus, also brauche ich auch nicht nachdenken. So, die Partie wird jetzt von mir schnell gespielt und dann gehen wir das Schach. Okay. Turm G3. Wer will mich jetzt noch ärgern hier, ja? Ach Gott, oh Gott, ich wollte doch nicht nachdenken. Komm jetzt, D3. Turm D4. D2. Ich spiele gleich F5. Komm her, nächster Freibauer. Eigentlich müsste ich schneller sein. Gut, nimmt raus, nimmt raus. Aha, nimmt da raus, okay. Lass mich rechnen, ich habe auch die verbundenen F4, B5, F3, B6, F. Nochmal F5. F4 meine ich. B5, F3, B6, F2, B7. Okay. Dann hätte ich eventuell was anderes im Angebot. Ich ziehe nur einen Turm mal vorsichtshalber mal weg. Und jetzt spiele ich meinen Trick. Turm E4. Sperber. Ach so, sperber war das. Alles klar. Nicht Stolle? Komisch. Okay. So, Leute. Ich biete noch eine Partie an und ich drücke jetzt ganz, mach die Augen zu. Warte mal, kann ich gar nicht zumachen. Mache irgendwo meinen Button hier an. Bla bla, C bis 3. Scrolle hoch. Maus dahin und gucke auf die Aura Chess. Ach Mann, so was Starkes wollte ich gar nicht mehr haben. Okay, letzte Partie für heute. Aura Chess. Aura Chess. Kannst du wenigstens 4 Elo verlieren, wenn du mich verlierst. Aber Aura Chess. Wo bleibt der Zug? Wenn Aura Chess nicht gleich dran ist, dann nehme ich einen anderen. Oder ist das schon abgebrochen? Hat Jan mich hier. Hat mich Jan hier jetzt abgewürgt? Benta Chess ist vorbei. Ich höre nichts. Ja, hier blinkt es auch irgendwo und überall. Herr Gustafsson. Oh nein, die Partie läuft noch. Okay. Aura Chess. Versuchen wir es nochmal. Und vor allen Dingen jetzt. Ich habe keine Lust, groß nachzudenken. Spielen wir eine schnelle Partie. Springer F3. Alapin. Läufer C4. Alle Standard. Springer B6 oder E6. Okay. Läufer B3. Gibt es C4. Das gibt es auch. Jetzt D4. Nimmt raus auf D4. Nimmt raus auf D4. Springer E5. Springer C6. Springer F3 zum Beispiel. Ich komme auf jeden Fall, wenn es geht, schnell mit Dame E2 an. Aura Chess. Ich werde sehr viel Gas geben. Das ist jetzt hier ein Rabiger neben dem, der so frei auf der Wildbahn in Berlin so rumläuft. So, nimmt raus, gute Entscheidung. Nimmt nochmal raus vielleicht und dann Springer C6. Ich habe keine Lust, da den Springer gegen meinen Springer auf C6 zu tauschen. Vielleicht habe ich doch Lust. Kann man schon spielen, Aura Chess. Ach, weißt du was, ich habe Lust, ich würde auch nicht groß nachdenken. Ich mache Springer C6, wenn er kommt. Kurz auf Hade, Läufer E7, Dame G4, Läufer F6, Turm D1. Okay, Aura Chess. So, jetzt kommt Läufer F6, Turm D1. Vor E5 habe ich keine Angst, ist mir egal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Lied, ist mir egal. So, Springer nach C3. Ich muss immer aufpassen vor E5. Uiuiui, Aura Chess. Bleib solide, Junge. H5 ist nicht nötig. Schwächst so ein bisschen deine Bauernstellung, deine Königstellung. So, muss ich jetzt vor C5 aufpassen? Muss ich nicht aufpassen, Aura Chess? Gut, mein Springer wird nicht getauscht. Der Springer geht nach E4.
Ich möchte vielleicht auf kurzer Rate auch Läufer H6 spielen. Turm geht nach C1. Aha, was haben wir hier? Aura Chess. Habe ich mehrere gute Züge. Springer G5 geht auch. Springer C5 sieht auch gut aus. Sieht sehr gut aus. Begrabe deinen Läufer. Komm, wir spielen positionell und ich wollte auch nicht zu lange nachdenken. So, jetzt musst du erstmal gucken, wie du hier klarkommst. Ah, Springer C5 ist sehr stark. Läufer C5 ist F6 entwurzelt, geht ja gar nicht. Problem ist einfach, C6 hängt auch indirekt. Ich sehe fast schon nur Dame B6. Jetzt könnte ich wieder rumfantasieren mit irgendwelchen Öpfern auf E6 oder ich mache weiter Druck mit Läufer G5 oder. Viele gute Ideen. Das ist dann immer so ein kleines Problem. Ich denke sogar nach, okay, A4, A4? Ach, der A5 ist nur ein Showzug, brauche ich nicht. Gut, wie machen wir es richtig? Der wird sowieso seinen Läufer da reinstellen. Ich habe Lust, den zu tauschen. Ich mache Läufer G5. Springer D5, Läufer E7, Springer E7. Und dann warte ich darauf, dass er irgendwie hier. So, Tauschi. Also, ach komm, normale Züge, Turm C1. Kurz auf Rade geht nicht, wegen Springer D7. Aha. Also langsam provoziert er mich. Was heißt, er provoziert mich? Was ist denn das hier? Warum sehe ich denn das nicht sofort? Dame F6. Sieht gut aus. Wird gezogen. Ah, ich glaube, es wird schwer. Turm F8. Wie machen wir weiter? Noch weiß ich es nicht. Aha. Jetzt habe ich Lust auf Springer E4. Probiere ich mal. Okay. Droht Springer D6. Außerdem will ich eventuell. Ich will auch schon eine Qualle gewinnen, glaube ich, wenn ich Dame C7, Dame E5 mache. Aha, und das müsste jetzt analog fast dasselbe sein. Wie willst du das verhindern? Also, okay, ich probiere es. Na, wird schwer. Meine Zeit ist ganz gut diesmal. Ich habe ja gesagt, es hat gar keinen Sinn nachzudenken. Alles total Blödsinn. Nachdenken im Schach. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das was bringt. Jo. Aha. Der wehrt sich ja noch. Ich habe schon abgeschlossen, obwohl gar nicht abgeschlossen war. Okay. Ich verstehe das. Springer F6, Turm G7. Und ich habe schon abgeschlossen. Er sieht noch gigantisch aus. Aber so richtig klar ist das noch gar nicht. Also weißt du was? Dann ziehe ich einfach den Springer wieder zurück. Ich habe eine Idee. Warte mal ab, bis ein Turm hier auf der zweiten Reihe auftaucht. Übrigens, eine Partie ohne Luftloch kann keine Partie sein. Aber irgendwie habe ich auch Lust, schnell den Turm jetzt hier reinzukriegen. Kurz gucken, ob was hängt. Nix und los geht's. Jetzt könnte mal Läufer D5 mit den Schwenk auf B3 kommen. Aber er macht Turm D5. Was ist jetzt hier? Ich habe jetzt Turm F3, sieht auch so richtig schön aus. Und dann habe ich noch Dame F6. Aura Chess, es wird schwer. Ich lehne mich mal hier zurück, wie Jan es immer macht, wenn er sich. Uiuiui. Also eins ist klar. Aura Chess macht immer noch einen Zug, den ich nicht erwarte. Wobei das jetzt vielleicht nicht das große Problem sein sollte. Wie mache ich das sofort? Dame E6. Ich sollte ja über sowas nicht nachdenken, oder? Wäre Blödsinn. Aufgegeben, alles klar. Ja, liebe Gemeinde, ich werde ab und zu mal auftauchen. Diesen englischen Finomeister, der muss nochmal antreten gegen mich. Ich wünsche euch viel Spaß. Und hoffe, dass ihr den Jan auch so viel Feuer gibt, wie ihr es bei mir gemacht habt, weil der ist eigentlich gar nicht so stark. Okay, dann schlaf gut, oder? Blitzt weiter. Bis dann.